Ich freue mich, Sie heute zu den Oracle Datenbank Monthly News des Monats Dezember begrüßen zu dürfen. Die Weihnachtsedition unserer Ausgabe. Wir stellen Ihnen einmal im Monat am letzten Freitag die Neuigkeiten rund um die Oracle Datenbank, Termine, die in der nächsten Zeit anstehen, Release-Stände und Patches, aber auch Interessantes aus dem Web vor. Wir, das sind fünf Kollegen und ich, die abwechselnd diese Monthly News gestalten und hier mal ein Foto aus einer Redaktionssitzung. Es folgt immer demselben Schema. Zuerst gucken wir uns Neuigkeiten an rund um das Thema Datenbank, dann die Termine, dann die Release-Stände und zum Abschluss die Interessantes aus dem Web. Zuerst also die Neuigkeiten rund um die autonome Datenbank. Als ersten Punkt hier das automatische Partitioning in der autonomen Datenbank mit 19c, das auch in der Always Free zur Verfügung steht. Interessante weitere Informationen dazu im Link verfügbar. Der zweite Aspekt hier ist das Datenmanagement, das Data Management, das mit dem Operator Access Control auch in der autonomen Datenbank weitere Funktionalität erhalten hat. Der dritte Aspekt ist etwas, wo einige schon lange drauf gewartet haben, die Möglichkeit, Datenbanklinks in einer autonomen Datenbank zu erstellen mit privaten Endpoints. Auch dazu hier die Dokumentation. Der vierte Punkt aus der autonomen Datenbankwelt ist hier eine Auflistung von den PLSQL-Paketen, die mit Restriktionen in der autonomen Datenbank verbunden sind. Es gibt einige, die nicht verfügbar sind und andere, die mit Restriktionen zur Verfügung stehen. Und die sind hier mal beschrieben, aufgelistet, sodass, wenn Sie hier bestimmte Anforderungen haben und deswegen den Weg vielleicht in die Cloud oder in eine autonome Datenbank noch nicht gewagt haben, Sie hier weitere Informationen finden. Für die autonome Datenbank auf dedizierter Hardware, im Gegensatz zu Shared Hardware, gibt es ein neues Resource Model. Auch das ist hier entsprechend verlinkt und wo Sie sich diese Struktur angucken können. Wenn wir auf die Exadata und ExaCC gehen, dann haben wir hier drei Neuigkeiten für Sie. Das erste ist ein Dokument für Entscheider, das mal die Vorteile, die Möglichkeiten, die Einsatzfelder von Exadata nochmal für diese Benutzergruppe oder für diese Interessengruppe besonders aufarbeitet und zur Verfügung stellt. Das zweite ist, für die Kunden, die ExaCC nutzen und das Transparent Data Encryption auf Oracle Key Vault umstellen wollen, gibt es hier auch eine Dokumentation für diese Migration. Das dritte ist die Hochverfügbarkeitslösung ohne Datenverlust, also die Zero Data Loss Recovery Appliance, ZDLRA, die wir haben, mit der neuen Version RA21 und die sich auch öffnet für Datenbanken auf nicht dedizierter Hardware oder nicht unseren engineierten Systemen. Also eine Erweiterung und auch hierzu finden Sie die Informationen in dem verlinkten PDF. Wenn es um Datenbanken geht, ist natürlich die Oracle Datenbank World, die Database World, die zentrale Veranstaltung. Die ist natürlich schon gelaufen, aber hier nochmal der Hinweis darauf: Wenn Sie dem Link folgen, finden Sie die Replays auch. Also viele interessante Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen rund um die Datenbank von auch namhaften Personen, die hier auch mal nur auszugsweise erwähnt sind. Wenn es um die Schnittstellen zur Oracle Datenbank geht, dann habe ich hier einmal mitgebracht die Python-Schnittstelle. Also CX Oracle ist jetzt in der Version 8.3 zur Verfügung und unterstützt damit auch die Python-Version 3.10. Darin enthalten sind verbesserte Unterstützung von Datentypen, aber auch der Umgang mit CLob, BLob, all den Objekten in der Datenbank wie JSON als SODA-Schnittstelle, Advanced Queuing und so weiter. Es gibt einmal hier die Dokumentation, aber auch einen Blog zu diesem neuen Eintrag, zu dieser neuen Version 8.3. Eine weitere Schnittstelle zur Oracle-Datenbank ist die API für MongoDB. Das heißt,
Die Oracle-Datenbank verhält sich wie eine MongoDB. Ich kann also genauso damit arbeiten und das auch austauschen, sodass ich die Oracle-Datenbank verwenden kann an dieser Stelle. Sehr interessant für Entwickler, die sonst gerne auf was anderes zugreifen. Und eben auch hier der Blog-Eintrag. Das Ganze ist nun allgemein verfügbar. Und ich lege Ihnen das ans Herz, wenn Sie hier mit dieser Schnittstelle zu tun haben. Das Ganze sieht also so aus, dass Sie, wie hier links oben zu sehen, eine Oracle-Datenbank ganz normal aus der MongoShell heraus auch bedienen können und Sie Collections anlegen oder sich anschauen und die auch bearbeiten und verarbeiten können. Aber es gibt zusätzlich dann auch eine zweite Sicht dazu, die Ihnen eben die Möglichkeit gibt, auch in die Datenbank hineinzugucken, die Collections auch mit SQL-Mitteln zu verarbeiten, anzuschauen, in Applikationen weitergehend zu nutzen. Also es erweitert eine ganze Menge an Möglichkeiten und zeigt die Möglichkeiten der Converged Database, das verschiedenste Datentypen und ja auch Workloads in dieser Oracle-Datenbank verfügbar sind und genutzt werden können. Wenn es um die Cloud geht und Zertifizierungen, hier einmal der Hinweis darauf, dass die freien Zertifizierungen, die es ja bis zum Ende des Jahres gab, verlängert worden sind. Sie können also Ihre Zertifizierung in Ruhe zu Ende bringen, die Sie vielleicht angefangen haben, oder nochmal neu überlegen und sagen, okay, die Zeit ist da, ich möchte gerne mich hier auch weiterbilden, ich möchte meinen Marktwert steigern und hier auch Zertifizierungen von Oracle anbieten können. Kommen wir zu den Terminen, die in der nächsten Zeit kommen. Als erstes habe ich hier am 12. Januar einen Vortrag aus der Tech-Series von Gerald Wenzel, der speziell für Datenbankentwickler da ist. Dann weise ich hier einmal auf die nächsten Großveranstaltungen hin, die im nächsten Jahr folgen. Das ist im März die Java-Land, im Mai dann die Apex Connect. Hier der Hinweis, dass der Call for Papers bis Ende Januar läuft und Sie da gerne noch etwas einreichen können. Und dann ganz neu wird es die Cloudland geben, Ende Juni, Anfang Juli, vom 29.06. bis 2.07. Das ist die erste Großveranstaltung der deutschsprachigen Cloud Native Community. Fortlaufend finden immer wieder Veranstaltungen der DOAC statt. Hier die DevTalks im Januar, zwei hier herausgegriffen, einmal zu Analytics und zu komplexen Datentypen. Und genauso die Ask Tom Sessions, die auch im Januar wieder stattfinden. Hier mal ein paar herausgegriffen, einmal zum Machine Learning Thema Clustering, wie das mit OML entsprechend umgesetzt werden kann, zu JSON als Datentyp und die Verwendung in der Datenbank und auch zu Backup und Recovery hier am 11. und 21. des folgenden Monats. Nun kommen wir zu den Release-Ständen und Patch-Sets. Ende des Jahres 2021 befinden wir uns nun und die 18c-Datenbank ist Mitte des Jahres aus dem Support gelaufen. Die 12.201 ist noch bis Ende März im Support, im Limited Error Correction Support, wie hier angegeben zu sehen. Das Long-Term Release ist und bleibt die 19c, die Ihnen noch bis ins Jahr 27 zur Verfügung steht. Die Single Source of Truth ist hier verlinkt. Diese MOS-Node, da finden Sie alle wesentlichen Informationen für Ihre Umgebung. Was die Release- und Patch-Stände jetzt hier nochmal im Einzelnen angeht, sehen wir, dass sich bei der Datenbank in diesem Monat Dezember nichts getan hat. Bei den engineierten Systemen haben wir in der ODA eine neue Version 19.13 und bei den Komponenten wie dem Enterprise Manager gibt es die neue Version 13.5.0.3, der hier ein Proactive Patch ist und die Security Patches, die für das Health Framework und für die Dev-Ressourcen wie Developer, SQL Developer, SQL CL, ORDS und Apex da sind. Hier die neuen Versionen entsprechend mit rot markiert und auch die Shortlinks, mit denen Sie zu den entsprechenden Downloads gelangen können. Nun haben wir noch einige Informationen aus dem Web zusammengestellt, die wir für Sie für interessant empfunden haben. Als erstes hier der Hinweis auf die Möglichkeit, die Datenbank natürlich auch Kubernetes-native zu betreiben und einen Eintrag oder einen Blog-Eintrag hier dazu, wie das geht und was Sie dabei zu beachten haben.
Es gibt auch von dem Herrn Wenzel, wo ich vorhin schon in den Vortrag im Januar hingewiesen habe, auch ein Docker-Image für die 21C auf GitHub. Der Tuning-Advisor für die Oracle-Datenbank ist auch für die Cloud-Datenbanken zur Verfügung und hier auch eine Information und eine Betrachtung des Advisors im Web. Der vierte Aspekt hier ist die Recovery-Automation mit Oracle SiteGuard, die mehr umfasst als nur die Datenbank, sondern von der Applikation bis hin zur Datenbank und also als Full-Stack hier betrachtet wird. Natürlich gibt es nicht nur die Oracle Cloud, sondern viele verschiedene Cloud-Anbieter und manchmal ist es eben so, dass man auch eine Umgebung nicht nur hat, sondern eine Multicloud-Umgebung und hier ist ein Glide-Path, ein schöner, einfacher Pfad in diese Multicloud beschrieben. Im nächsten Link ist ein Video, wie ich mit der Oracle Free Tier umgehen kann, beziehungsweise wie ich mir die erstmal einrichte und was da für Möglichkeiten sind. Natürlich gibt es die Free Tier schon lange und Sie können sich die hier nur noch mal als Erinnerung das auch anschauen, wie einfach das ist und das entsprechend nachvollziehen, um eine eigene Cloud-Umgebung in der Oracle Cloud zu haben, eine Datenbank anzulegen, autonome oder auch virtuelle Rechner oder. Bitte nutzen Sie dies, wenn Sie hier einsteigen wollen. Dann haben wir hier nochmal einen Link zu einem Blog-Eintrag zu dem Thema, was schon vorhin bei den News zur autonomen Datenbank drin war, nämlich die Verwendung der privaten Endpunkte für Database-Links. Auch hier nochmal eine andere Sicht darauf auf dasselbe Thema. Und zum Schluss in Memory. Der External Table Support, das heißt nicht nur Daten, die von der Oracle Datenbank verwaltet werden und in Blöcken liegen, sondern eben die auch außerhalb der Datenbank in External Tables liegen, können natürlich für In-Memory verwendet werden und dazu hier eine Betrachtung und Dokumentation im Blog. Dann bleibt mir nur noch Ihnen herzlichen Dank zu sagen für Ihre Aufmerksamkeit, für das Interesse rund um die Oracle Datenbank und hinzuweisen auf die nächste Monthly News, die es auch im nächsten Jahr wieder geben wird. Am 28. Januar 2022 wird dann die News zur Verfügung stehen. Vielen Dank, frohe und besinnliche Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr und bis dann.